Wow, die Dogs made a good job, hey. Krass, der Typ hat dreimal gepfiffen und die drei Hunde haben die Kühe rausgeholt. Voll geil, ey. Oh, enjoy your time over here. Thank you. Most of the time. Okay, Leute, spektakuläres Rückenwind-Intro. Oh, jetzt ist gerade der Rückenwind ein bisschen vorbei. Aber ich habe kein Problem, auf dieser Straße hier lockere 39 km/h zu halten. Es ist so gut, Rückenwind zu haben, endlich mal. Juhu. Heute geht's nach Marathon, kleine Pause machen und dann direkt weiter. Und das Frühstück, was ihr am Ende vom letzten Video gesehen habt, das bringt mich auch richtig nach vorne. Juhu. Wir sind alle ein bisschen müde heute. Jeder haut so die letzten Energiereserven raus, Kilometer 70 heute und wir machen nicht mehr lang. Höchstens noch eine halbe Stunde. Ich bin auch echt durch. Einfach mal stoppen. Die Beine machen den ganzen Tag, seit mehreren Wochen, jeden Tag 6 bis 8 Stunden, nichts anderes außer jab, 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 jab. Oh. Ich brauche ein Zero. Ich brauche ein Zero. Spätestens in Wellington, 2 Tage. Einfach gar nichts machen. Weil wir so müde waren, haben wir einfach mal an dem Haus geklingelt und gefragt, ob wir das Zelt hier aufstellen können. Und wir sind wieder mal richtig nett und jetzt sind wir hier einfach in einem Swimmingpool. Here we are, roughing it on the road. It's a very hard life cycling in New Zealand. We had to sleep on the side of the road in dog box. Yes. Ich habe gestern Abend noch versucht, eine Langzeitaufnahme von dem Dark Sky zu machen, weil hier ist besonders dunkler Himmel. Aber ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert, keine Ahnung. Ich habe ISO ganz schön nach oben geknallt, habe 3-4 Aufnahmen gemacht. Und dann haben mich diese blöden Viecher aufgegessen. Einfach die Mücken sind hier so hart. Und ja, jetzt sind wir gerade im Zusammenpacken, abreisen. Man mag schon wieder gar nicht fahren, weil es hier so geil ist. Ich werde heute gerne den ganzen Tag im Pool sitzen und Biere trinken. Aber wir sind kurz vor Wellington und das ist ja die Halbzeit und wir sind auch ziemlich gespannt auf die Südinsel und wir wollen einfach auf die Südinsel. Dann hat man die Hälfte geschafft, das ist irgendwie ein cooles Gefühl, 1500 Kilometer und dann weitere 1500 Kilometer und dann weitere Reisen mit dem Rad. Ja, und jetzt müssen wir uns verabschieden. Thank you. Goodbye. Thank you. Auf dem Gipfel kann man einfach campen. Da sind Toiletten, da ist sogar ein Shelter und Tische. Wow! Und es hat sich herausgestellt, dass alle gleich im Arsch sind. Keiner mehr Lust hat weiterzufahren. Finde ich gut. Und wir haben diesen hervorragenden Campingplatz hier und kochen gerade. Und bei mir gibt es angebratene Pilze mit Zwiebeln. Dann angebratenen Halloumi, sehr dekadent. Noch mehr Pilze und Zwiebeln. Dann einen ganzen Topf voll Nudeln. Und das toppe ich mit dieser Sahne hier.
Was gibt's bei Nico? Nudeln, Tomatensauce, Pilzen, Zwiebeln. Ich habe mir auch Halloumi gekauft mit so ein bisschen Chili drin. Brokkoli habe ich hier noch. Ja, es gibt ein richtiges Festmahl heute. Das haben wir uns auch, glaube ich, verdient. Big day today? Big day today. Today is very, very strong. The road good, but gravel road inside the forest, the small, but difficult, difficult. My body, finish. Finish too. Very, very strong road today. Letzter Abschnitt nach Wellington. Wir wurden von dem Megawind in der Nacht überrascht. Ständig hat das Zelt geflattert. Ich musste alles nochmal abspannen. Und heute kommt der letzte Abschnitt nach Wellington. Da haben wir die Nordinsel geschafft. Was wir machen? Es fühlt sich an, als wäre der rote Teppich nach Wellington ausgerollt worden. Hier diese Straße, die geht jetzt nach Wellington, nächsten 40 Kilometer. Und wow. Es ist, als wenn die ganzen Anstrengungen jetzt so belohnt werden durch diese tolle asphaltierte Straße am Fluss entlang. Ist echt schön. Ich bin gerade von dieser Brücke hier gekommen. Oh. Oh, Regen und Wind. Ich habe keine Akkus mehr. Wir sehen uns in Wellington wieder. Wellington! Ja. Wellington! Jetzt habe ich einen Tip-Top-Spot gefunden, hey, kann man mich auch verstehen. Also nochmal, ich habe es gerade eben oben schon mal gesagt. Ich bin auf dem Weg zur Südinsel. Die Hälfte von Neuseeland ist geschafft. 1500 Kilometer sind ungefähr gerade. Und nochmal 1500 Kilometer bis nach Bluff. Das ist der Punkt am südlichsten Zipfel, wo man hin will, wenn man diese Geschichte durchs gesamte Land macht. Es gab halt keine mehr. Und heute wahrscheinlich nicht mehr viel radeln und dann Zeltplatz suchen. Und ja, noch ein kleines Update. Ich bin auf der Fähre hier noch mit Nico und Edu, aber ich fahre alleine weiter. Ich muss, das ist schon seit ein paar Wochen in meinem Kopf, ich muss unbedingt mal ein kleines Solo-Adventure starten und ich bin erstmal für ein paar Wochen jetzt alleine unterwegs. Ja, jo, ich bin jetzt 5 Minuten alleine. Da ist Picton. Hier ist so der Mountainbike Trail. Und die normale Route geht auf der Straße entlang. Mir geht's gar nicht mal so gut, ey. So lange Zeit zusammen gewesen und jetzt für längere Zeit getrennt. Puh, ganz schön hart. Tja, wenn man sich fragt, warum ich das mache, ich habe keine Ahnung. Ach, man muss manchmal ein bisschen auch seinen inneren Schweinehund überwinden und ich muss mal alleine reisen probieren. Ich glaube, das lehrt mich sehr viel. Es geht irgendwie ein bisschen darum, über sich hinauszuwachsen. Ist nicht so einfach manchmal. Der einfache Weg ist aber nicht immer der beste. Ich campe auf jeden Fall gleich. Nicht mehr weit fahren heute. Weil die anderen fahren ja auch die gleiche Route und dann sind die mir einen Tag voraus. Campsite heute Nacht, Aussie Bay. Aussie ist die Kurzform für Australier. Die Aussies. Guter Campingplatz, aber viele Sandflies. Ich weiß, ich habe schon gehört, dass das in der Südinsel
härter werden soll mit den Sandflies, aber boah, die sind so nervig. Das sind so eine ganz klein, wie Gewitterfliegen, aber die knabbern an der Haut und das juckt wie Sau. Eine ganze Woche lang. Und jetzt geht es erstmal weiter nach Havelock, Wasser auffüllen. 10 Kilometer. Und dann kommt heute der härteste Anstieg auf der gesamten Tour bisher. 800 Höhenmeter auf 4 Kilometer oder so. Das geht wirklich 90% nach oben. Wie geil ist die Südinsel, bitte? Es gibt immer Single-Trail-Umfahrung für die Straßen, Mountainbike-Routen und Fußwege für den Te Aora. Und dann hast du ungefähr so eine Aussicht auf der rechten Seite. Und du fährst einfach diesen endlos geilen Single-Trail. Was ist das bitte? Das ist Paradies. Und das ist jetzt das dritte Mal Single-Trail-Umfahrung für die Straße. Ich bin zwar heute erst 13 Kilometer gefahren, aber es ist einfach der Wahnsinn. Wow, ich bin ein bisschen geflasht. Südinsel, der Start zeigt sich von der allerbesten Seite. Single Trail, Aussicht. Puh, geil. Film Into the Wild. Einfach die Straße bis zum Ende und dann in die Wildnis rein. Murder's Rock. Hier wurden die Bandmitglieder gekillt. Manitapu Saddle heißt das. Da wurden in 1866 vier Leute umgebracht. Gangmitglieder haben sich gegenseitig ermordet wegen Gold und Geld. Und dann wurden die wollten dann rüber nach Nelson, da wo ich heute auch hinfahre, und dann mit einem Boot flüchten. Aber bevor die flüchten konnten, hat eine große Suchtruppe die ausfindig gemacht. Und durch Zeugenaussagen wurden die dann gefunden und alle bis auf einer wurden 1866 in Nelson gehangen. Letzte Drittel. Oh, ist so schwer. Die Räder gehen die ganze Zeit durch. Ich habe noch nicht geschoben, aber ich muss gleich. Es geht nicht zu pedalieren, es ist einfach zu schwer. Kurz vorm Ziel, ich bin mega im Sack und ich bin einfach die ganze Zeit uphill gelaufen. Und 200 Meter davor habe ich dieses Camp hier entdeckt von diesen beiden netten Leuten und ich habe nach Wasser gefragt und er hat diesen coolen Truck hier. Und die machen so Adventure-Tours, das ist denen ihr Job. Und er hat dieses Camp hier in der Wildnis entdeckt und heute haben sie ihr 6-jähriges Jubiläum. And they give me two of these Smirnoff Ice. Yeah, Smirnoff. Thank you a lot, guys. Oh, no worries, my brother. Honestly, anytime. There's even more in the chili bin, bro. No. Boah, ich bin richtig knülle. Richtig knülle. 200
zwei Smirnoff, ey. Puh. Hab ich auch gekostet. Okay, der Matapitaupo Saddle ist done. Ich kann mit Verlaub sagen, dass das anstrengendste Stück auf der Reise war bisher. Auf jeden Fall. Das Bike ist richtig durch. Ich bin richtig durch. Boah, hier. Und die Sandflies kommt schon wieder. Ja, ich bin auf dem Campingplatz für einen 10er die Nacht. Das ist ganz gut, das sind 6 Euro oder so. Und kalte Dusche. Ich brauche kein Gas, ich kann kochen. Aber ich kann gar nichts essen, Alter. Es war so hart heute. Boah. Ja, ich kann kochen. Es gibt irgendwie Internet. 10er. Ich kann gar nicht mehr denken. Fertig. Einfach dicht. Bis morgen. Okay, Freunde, das war eine ziemlich harte Tour. Ich bin von dem Campingplatz nur in die Stadt gefahren. Ich bin in Nelson jetzt. Und ich schneide gerade das Video zu Ende. Ich bin fast durch. Das Kaffee macht schon zu. Ich habe schon alle Stühle hochgestellt. Ich muss mich echt beeilen. Und ich bedanke mich über meinen Patrons. Das mit dem Boot. Ich mache das Foto des Monats draus. Ich glaube, das wird richtig geil. Ich habe so ein Tool. Da kann ich diesen Nebel so ein bisschen entfernen. Das wird sicher Deluxe. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Macht's gut. Ciao.